Yo, welcome to Curtis Kitchen. Yo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Heute machen wir Berliner auf kosovarischer Art und Weise. Bei uns nennen wir sie Kofne. Was wir dazu benötigen, sind zwei Eier, 250 Gramm Mehl, Mehl auch für die Verarbeitung auf dem Tisch, 1,5 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Salz, 20 Gramm Hefe, eine halbe Tasse Sonnenblumenöl. Zudecken, an einem warmen Ort stellen. Für 30 Minuten an einem warmen Ort stellen, um die Zeit zu verkürzen, ein bisschen Warmwasser darunter. Dann sehen wir uns später. Jetzt ein Glas. Also einmal umdrehen und so. We'll be right back.
zeige ich das mal durch. So, dann würde ich sagen, gehen wir das Öl heiß machen. So, ich hoffe, ihr hattet mit dem Video viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Jo, wenn ihr Spaß hattet mit dem Video, lasst doch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.